Jo Leute, was geht? Willkommen zu Wolzen. Das erste Mal, dass ich Wolzen spiele, gerade frisch installiert, ist gerade im Angebot bei Steam. Checkt das auf jeden Fall einmal ab. Und wir schauen da jetzt einmal komplett zusammen rein. Controller Support, das ist Musik in meinen Ohren. Controller an. Controller Support, da gehe ich steil. So, Create Character, Switch to Offline Mode. Character. Abfahrt. Männchen, Weibchen. Wir nehmen eine Frau, oder? Mach ich offline, Sebe. Wieso kann ich nichts machen? Ah, ich muss erstmal drücken. Okay, er muss drauf drücken, damit sich was ändert. Okay, wir nehmen Standard. Ein bisschen dunkler. Haare, das. Wie kann ich denn die Dame drehen? Das würde mich noch interessieren. Kann ich irgendwie nicht. Ich kann sie nicht drehen. Oder mit der Maus vielleicht? Ah, mit der Maus kann ich es drehen. Also kann ich es nicht mit dem Dings drehen? Mit dem Controller, wenn Full Controller Support, ihr Schweine. Ja, aber ich würde auch Standard. Standard ist schon ganz gut. Okay, next. Next ist X. Melee Ranged Magic. Ui. Ich wusste nicht auf Deutsch eigentlich. Doch, eigentlich schon, stimmt. Sekunden, wir gehen mal zurück. Haben wir Einstellungen? Settings? Englisch. Deutsch. Guter Punkt, gut aufgepasst. Apply. Ist übrigens sowas wie ein Diablo-Klon, wenn ich das richtig verstanden habe. Wolzen. Jetzt lädt er wahrscheinlich alles auf Deutsch. Aha, Charakter erstellen, Offline-Modus. Wir gehen Charakter erstellen. Mädel. Alles so dunkel. Ich hätte gern so richtig schön braun gebrannt. Ja, nehmen wir das. Haare und. Und so. So, was nehmen wir hier? Nahkampf, Fernkampf, Magie. Ich glaube, Magie ist ganz geil, oder? Ich würde voll gern Magie. Nahkampf auf gar keinen Fall. Ich habe Bock auf Magie. Name? Sweet Lou. Erstellen. Spielmodus. Geschichte, normal, privates Spiel. Speichern. Spielen. Spiel wird erstellt. Also was ich gesehen habe, sieht ziemlich geil aus. Ist wohl halt echt wie so ein Diablo. Und Diablo kommt ja leider erst im Juni. Deswegen habe ich schon Bock. Ich habe in den Steam-Rezensionen gesehen, dass auch jetzt demnächst ein neues Update kommt im April. Oder März. März oder April, ich weiß nicht mehr genau. Was Akt 4 reinbringt, was wohl Endgame-Content bringt, damit man immer weiter spielen kann. Bin ich auch gespannt. Guck mal, wie es mir gefällt und ob ich es dann weiterzocke. Ich habe ja letztens auch V-Rising angefangen. Das würde ich auf jeden Fall auch gerne mal weiterzocken. Es lädt ganz schön lang. Ich hoffe, die Ladezeiten wären noch besser. Also immer so lang laden, habe ich keinen Bock. Hallo.
Ping. Aha, ich höre was. Ich kann die Sequenz auch überspringen, aber ich würde sagen, wir gucken uns die mal an. Wie ist der Ton, Leute? Ton ist okay, oder? Oh, überspringen. Ich meine, Story ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig, oder? How do you plan to defeat the supernatural forces that feed and prey on mankind? Again! Do you not feel das bin ich. Pain? I feel it all right. Just as I feel yours. Pain is a merciful teacher. I had hoped that you three more than anyone would have learned to embrace it by now. Orphans carry the burden of pain with them. Always. Finding a new family only alleviates it. Look at you now. That pain has made you strong. Proud soldiers of the Republic, purifiers hunting witchcraft wherever it hides. The children of Hemlock. My children. With all due respect, what are we doing here? The Brotherhood of Dawn attacked one of our keeps 2 weeks ago and we still haven't moved against it. Ich kann nicht alles lesen, weil ich es verdeckt, ne? Our way commands that we retaliate. Sister, our way? Our way commands that we follow the Senate's orders. What if they ask us to stand down? They won't. Arrangements have been made. Arrangements? Grand Inquisitor! At ease. The Senate voted for your retaliation campaign. They're sending the purifiers to march on the Brotherhood of Dawn. Good. Operation Dawnbane now begins. Prepare my legion. I'll lead it myself. Alles klar. Jetzt geht's rein ins Gemetzel, ja? Das ist ein Drache. Wolzen. Operation Fluch der Morgenröte. Wrackküste Flayers Wildlings Gebiet. Das sieht richtig aus wie aus 300. Dieses Gehen immer so cool, ne? Haben schon die Bösen. Sieht übel aus hier aus 300, ne? Kennt ihr die Szene aus 300? Am Sturmtor, oder wie das hieß. Oh nein! Hinterhalt! Permission to deal with the Flayers. The clock ticks, Malis. We need to get through to engage the Brotherhood of Dawn before daybreak. We won't make it in time if we're pinned down. Take my children, silence the archers. The rest will march on. Grand Inquisitor, purity and sacrifice. Basisbewegung, benutze die... Okay, ich kann laufen. Yeah, yeah. I'm not betting with you again. Focus. Aufgabe angenommen, die Kinder von Heimlock. Oha! Nicht genug Ausdauer, okay. Wo ist die Ausdauer? Wo sehe ich die Ausdauer? Ich sehe keine Leiste, die sich auffüllt oder... Ah, guck mal, RT. Was denn RT? Das ist wahrscheinlich RT, ne? Und RD. Oh. Okay. Okay, machen wir hier. I want those ledges clean. One each. Let's go. Time to shine. Ich will da auch hoch. Wie komme ich da hoch? Ah, da muss ich hoch. Ups. Okay. Interagiere mit Gegnern, um sie anzugreifen. Mit RT. Wenn du einen Controller verwendest, zeigt ein Symbol dein aktuelles Ziel an. Wenn du einen Nahkampfwaffe führst, wird der automatische Ansturm genutzt. Dieser Sprint hat eine Blickzeit. Ja, das habe ich ja eben schon gemacht.
Führe ein aktives Ausweichen durch, um feindlichen Angriffen auszuweichen. Das ist unsere Umkeit, Angriff, Ausdauer, bla bla bla. Alles klar, weiß ich. Also, es gibt hier einmal dieses Ausweichen und das normale Angreifen und das RB-Angreifen. Oha, aber ich sehe nicht, wo meine Ausdauer ist. Irgendwie. Nicht genug Aufladung. Aha. Hatte ich nicht einen Magier genommen? Oder bin ich gerade nicht mein Charakter? Also A, B, X und Y habe ich gerade keine Attacken. Oh, nicht gekommen. Ich block auch voll viel. Geil. Geil. Fühlt sich gar nicht so schlecht an. Ich weiß aber... Ah, jetzt weiß ich auch, wo die Aufladungen sind. Da ist so diese grünen kleinen Punkte. Kann ich auch gedrückt halten? Ich kann auch gedrückt halten, Angriff. Das ist ein starker Gegner, habe ich das Gefühl. Okay, verstehe. Spielt sich erstmal ganz gut, muss ich sagen. Oha, was soll ich jetzt machen? Gar nichts. Edric. Kämpfe dich durch die Erscheinung. What the hell is going on? Manus is stuck on an upper ledge, but we have to move forward. We'll lose a lot of men if the cliff collapses. Right now I'm more worried about these bloody souls being puked out of the earth. Right, let's keep it together. We move as one and do what we do best. Schön die Geister hier wegschnetzeln. Oben rechts ist auch eine Minimap, auch sehr gut. Es fühlt sich halt echt so an wie Diablo. Nicht unbedingt wie Diablo 3 von der Smoothness her. Aber ich würde sagen, so eine Mischung aus Diablo 3 und Diablo 2 fühlt sich an. Ich finde es cool, dass man richtig schön, man kann gut laufen und so. Ist doch, bisher ist gut. Ich denke mal, wenn ich nicht ein scheiß Nahkämpfer bin, dann wird es noch geiler werden. Ich denke mal, das ist die Intro, also Tutorial-mäßig. Ich bin auch übel stark, glaube ich. What the hell happened here? He's one of us. A scout. Hey, soldier, you're right. Where's the rest of your squad? Soldier? Kleines bisschen lauter. Gut, wie ich hier gar nicht rauskomme aus dem Ding. Kann ich lauter machen? Kann ich hier ein bisschen lauter machen? Sound? Nee, ist Max. Hallo. Who's in? He's in shock. Leave him. Halt die Klappe, wer ist allein? Shut up! We don't have time for this. Let's move! Oh, yo. Val. Darling, you're gonna owe me big time. Die ganzen kleinen Viecher hier kaputt machen. Die machen halt gar keinen Schaden. Ich glaube, es ist halt richtig Tutorial. Val, it's now or never. Now, come to me. Come to me. Was soll ich tun? And be reborn in service of the sleeper. Purifiers only serve mankind, demon. I do not request. I command. Purity and sacrifice. Scheiße. Jetzt wird's doch nicht mehr so einfach. Soll ich irgendwas machen? Sehe ich wieder irgendwas nicht? Nee, okay. I can't.
He's too strong. Val, I need you now. Oh. Be at peace. For soon, you shall be no more. Who? To you. Not happening. Ich glaube, ich habe unendlich Leben, kann das sein? Judai, Flüsterer von Anameterasu. Treffe ihn aber nicht, kann das sein? Alter! Was ist für eine Info schon? Only human after all. Disappointing. You owe me an explanation. Let's go, let's go! Wolf. Lord of Mayhem. Das war safe, das Intro. Kapitel 1. Children of Helmlock. Kinder von Heimlock. Heimlock. Nicht Helm. Heim. Ist viel Storyzeug, ne? Bin gespannt, was so bleibt. Wahrscheinlich nicht. War bei Diablo ja auch eher ging so. I'm not quite dead yet. Ach, guck mal, da bin ich. So wie ich aussehe. Da, das bin ich. Jetzt bin ich endlich Magier. Let's go. Du hast nur noch wenig Leben. Du wirst zu Boden gehen, falls du zu viel Leben verlierst. Nutze deinen Gesundheitsrang, um dich zu heilen. Tränke füllen sich auf, wenn du Gegner besiegst. Zack, mit Steuerkreuz oben. Okay. Okay, Inventar. Das ist dein Inventar. Jeder Gegenstand, der von dir aufgesammelt wurde, landet hier. Hier kannst du jeden Gegenstand in deinem Inventar bewegen, verwenden, fallen lassen, wenn du einen Controller verwendest oder ausrüsten, um einen Gegenstand bei Verwendung einer Maus abzulegen. Kannst du diesen einfach mit der Maus außerhalb des Inventars fallen lassen? Okay. Okay, Attribute: Wildheit, Beweglichkeit, Weisheit, Zähigkeit. Ah, da oben. Zurzeit nicht zugänglich. Okay. Ah! Okay, Sekunde. Ich kann es hier auch gedrückt halten. Dann komme ich direkt Weltkarte. Vorteil, Schicksal, Fähigkeit, Modifikation. Machen wir erstmal Inventar. Das ist hier, verdecke ich gerade. Hier kommt dann das Inventar wahrscheinlich. Und ich kann hier auch... Ah, guck mal, hier kann ich auch ausrüsten. Hände, Zauberstab. Dibbidib. Irgendwelche Sachen. Füße, Hose, Kopf. Alles klar. Dann gibt es hier noch Fähigkeiten und Modifikatoren. Dies ist das Fähigkeitenfenster. Auf alle deiner bereits gelernten aktiven Fähigkeiten kann von hier aus zugegriffen werden, um diese auf einen beliebigen Platz in deiner Fähigkeitenleiste zu ziehen. Du kannst auch verschiedene Modifikatoren für jede aktive Fähigkeit aktivieren, die ihr Verhalten je nach Rang ändern oder verbessern. Jeder Modifikator ist mit Kosten verbunden, sodass nur eine begrenzte Anzahl von ihnen gleichzeitig aktiv sein kann. Durch Erhöhen der Fähigkeitsstufe können mit Modifikatoren freigeschaltet werden. Okay. Okay, das ist hier verheerende Asche. Mehr habe ich gerade nicht. Was gibt's hier noch? Funkenfang. Okay, hier gibt's ja dann ganz viel Zeug zu leveln. Lord der Kohle, da sehe ich mich. Okay, cool. Dann würde ich sagen, starte mal. Das ist normaler Angriff und RB ist mein Feuerball. Nutze Fähigkeiten mit der Sekundärangriffstaste. Fähigkeiten können erfordern entweder Willenskraft oder Wut, um gewirkt zu werden. Deutsche Übersetzung ist nicht ganz perfekt.
Die Arten von Fähigkeiten, die du wirken kannst, basieren auf deiner ausgerüsteten Waffen. Konsultiere deinen aktiven Fähigkeiten, indem du deinen Fähigkeitsbereich öffnest. Okay, sieht sehr nach Google Translate aus irgendwie. Das war ein Feuerball. Und ich sammle automatisch ein. Feuerball! Feuerball! Geil. Zaubererarmschutz. Kann ich den jetzt direkt benutzen? Wenn ich jetzt hier auf Inventar gehe. Ausrüsten. Ja, perfekt, ausgerüstet. Wie ein Profi, ich sag es euch. Boah, der Magier ist geil. Guck mal, der hat so AOE-Damage. Richtig nice. Dolch. Streitaxt. Valeria! Diese doll englische Synchro ist gar nicht. Also gefällt mir. Bam. Oh, das war schlecht. Ich weiß gar nicht, wo meine Mana ist. Ich denke mal, das ist lila, oder? Boah, ich kann richtig spammen. Und dann lädt sich das wieder automatisch auf. Ihr seht das hier, ne? Geil. Beute aufsammeln, Inventar. Ja gut, das kann ich alles. Schwert, Stab, Bogen, Abfahrt. Kann ich unendlich viel tragen? Das wäre noch interessant zu wissen. Ne, wahrscheinlich nicht. Ne, ist so richtig Diablo 2 mäßig. Das ist wahrscheinlich mein ganzes Inventar. Ich sag ja, es ist eine Mischung aus Diablo 2 und Diablo 3. Finde ich ganz geil. So ein Diablo 2.5. Boah, ich kann richtig spammen. Brustschutz. Den will ich gerne anziehen. Habe ich eine Hose? Nein. Schuhe? Nein. Sieht auch gar nicht so schlecht aus, ne? Hier Umgebung und so. Schon ziemlich detailreich. Aber ich habe auch irgendwie... Springt mein Angriff von Gegner zu Gegner. Voll gut. So, ich habe hier noch einen Armschutz. Ausrüsten. Reisen. Reisen wir mal. Reisen. Ich will reisen. Ich gedrückt halten. Wie kann ich reisen? Ah, da. Event starten. Ja. You look awfully real for a also das, was die anhat, das macht da gar keinen Sinn im Battle. An der Seite die Hose offen, mega Ausschnitt, das macht da gar keinen Sinn. Da bist du ja voll anfällig gegen Angriffe. Speak of the devil. Darling, I need a moment. Talk to you later. Whoa, easy now. Val, snap out of it. It's me, damn it. Horseshit. Did you knock your head? Who do you expect me to be, exactly? Oh, I don't know. Some bloody demon. What? No, look. I have no idea what's going on. I was having my ass kicked when something awakened from within to save me. I need help, all right? But I'm not some demon, goddammit. Come on, Val. Oh, really? Prove it. You're such a tool. That does not seem like something a demon would say. Würde ich nicht. Right. Point taken. So, what now? Frankly, I don't know. We should regroup with Operation Dawnbane, shouldn't we? In your state? Flinging magic and turning into a monstrosity. No, 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 no. They'll burn no, you. No, 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 no. Hemlock would die Synchro gefällt mir echt gut. But Maelis sure as hell will, and with a smile on her face. Oh, mit Tunika. Look, let's get out of here besser? First, then we'll figure something out. Kann ich das Gesundheit 10 und ich hab 50 ne, das ist ja Hose. Da. 10 Gesundheit. Die habe ich, ne? Wo weiß ich, was ich...
Und ich habe keins von beiden ausgerüstet. Zauberer. Okay. Ah, guck mal, sieht gar nicht echt nicht schlecht aus. Im Hintergrund das Schiff unten im Wasser. Magier ist echt cool. Ich bin froh, dass ich Magier genommen habe. Boah, guck mal, was ich für eine Reichweite habe. Wusste ich gar nicht. Schwerbrustschutz. Mir fehlt hier irgendwo so ein kleiner Pop-In, wo dann steht, wie gut das ist. Das war bei Diablo ganz geil. Wenn du was aufgesammelt hast, dann stand da direkt, ob das besser ist als das, was du bereits angezogen hast. Schön das Maschinengewehr rausholen. Winged sphere. They do come in every shape, don't they? Mutations. Oh. No matter, they die all the same. Damn. Feuer. I need more power. Keine Power mehr. Ach krass, sie hat den schon gekillt. Okay. Was ist das hier? Neuer Skin freigeschaltet für Morgenstern. Okay, Skins gibt's ja auch. Of death. These people are getting torn apart. I don't get it. Svreya aren't normally this bold, not without good reason. That soul demon first, now this. There's something wrong around here. Something very wrong. We shouldn't be too far from the city-state of Svreya. Also ich bin ganz ehrlich, dieses Intro, wo man diese Nahkämpferin gespielt hat, fand ich ein bisschen doof. Bin ich early. Aber jetzt, das hier, das ist geil. Mit Magier. Das fühlt sich richtig geil an, wenn meine Magie da so richtig durchballert. Ich wüsste noch, ja, wo, kann ich leveln? Levelt man? Also ich hoffe, dass man levelt. Wenn man nicht leveln kann, ist doof. Muss man ja. Ich hatte ja ein Skilltree. We must pull back. We're too exposed. If we do, the civilians will get slaughtered. Better them than us. Okay, hier geht's ja voll ab. Belausche die Umgebung. Rede mit Valeria. I know that face. You've got a plan. All right, let's hear it. You need answers. Und wie ist es, Steven? And I don't think Malus will get you anything more than a rope around your neck. So, here's my plan. You wait for me in Stormfall. Easy enough, yes? Meanwhile, I meet up with our forces and I try to talk to Edric about the situation. To see how we can convince our people that you're not a bloody demon. Agreed. I would rather appreciate not being executed. So. Ich sehe übrigens gerade Wolzen bei Instant Gaming im Angebot für einen Zehner. Keep a low profile till then. Also checkt auf jeden Fall meinen Partner Instant Gaming ab. Ich packe euch mal den Link unten in die Videobeschreibung. Why don't you let people in? For the 100th time, this city is already filled to capacity with refugees. We are not letting anyone in. Look, I really need to have access. Let me through. That's not how things work. Bei Instant hat's genauso viel gekostet. Only conscripts are allowed through. Da gibt's auch die HD Collection. Für 6 Euro. Hm. Ich guck mal rein. You are serious, my friend. Well, all right then. Go through to the farmlands on the other side of the city. Da ist auf jeden Fall. Oben seht ihr an der Ecke, seht ihr schon eine 1. Ich bin Level 1. Aber wo ist meine. Also hier unten bei dem roten, da ist so ein blauer Kringel drumherum. Vielleicht ist das die Erfahrungspunkteanzeige. Durch das Töten von Monstern in Wolzen hast du an Macht zugenommen und eine weitere Stufe hinzugewonnen. Benutze
Benutze zum Öffnen die Charakterblatt-Schaltfläche, um dein Charakterblatt zu öffnen und weise den 4 verschiedenen Attributen zu. Jedes Attribut wirkt sich auf verschiedene Aspekte des Charakters aus. Verwende die Pforte des Schicksals als Schaltfläche. Okay. Okay. Questbelohnung. Level up. Okay, das war nicht die EP-Leiste. Ach, die ist hier unten. Hier. Das Ding hier. Denke ich mal. Okay. So, und was kann ich jetzt machen hier? Ist das hier alles? Erhöht die Zaubergeschwindigkeit von verzehrender Asche. Okay. Ich kann irgendwie hier nur gerade lang, ne? Fähigkeit festlegen. Verzehrende Asche. Ups. Ja, mit Controller, ich bin gerade hier noch ein bisschen. Ah, ich bin jetzt gerade da links oben. Da könnte ich dann auch Sachen aussuchen. So, was gibt's denn hier so? Und wo sehe ich, wie viele Punkte ich habe? Fähigkeitspunkte. Also steht hier, überall steht irgendwie eine 1 dran und so. Hä? 1 und hier steht eine 2 dran. Aber wie viele Punkte habe ich? Wo steht das? Duplizierte Fähigkeiten. Ich kann nur duplizieren. Oh, ich habe es jetzt gerade auf B gelegt. Oh, falsch. Zurück. Oh mein Gott, den habt ihr den Skillspiel gesehen? Hilfe. Nein! Scheiße, ich hab jetzt mich verklickt. Fähigkeit festlegen. Nein, Mann! Ah, jetzt ist es wieder auf RB. Huiuiui. Ist mit Controller gerade noch bis. Oh Mann! Umständlich. Erhöht die Zeuggeschwindigkeit, erhöht den Schaden. Ich kann es auswählen, bringt aber nichts. Aber ich kann hier gar nichts machen. Hier vielleicht? Da steht verbleibende Punkte 1. Kraftschild, Zauberschaden, Gesundheit, Geschossschaden. Gesundheit, Wut. Ich würde mal davon ausgehen, dass ich Gelehrter bin und deswegen da lang muss, ne? Kraftschild. Punkt investieren. Okay, das war mein Punkt. Okay, ich kann auch Neuzuweisung machen. Und ich kann bestätigen. Habe ich gemacht. Aber hier habe ich noch nichts, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Betrete Sturmfall. Alles klar. Ist bei Instant Game ausverkauft. Okay. Stormfall. Jewel of the Sea. Let's see what you've got for me. Ah, new blood. Get to Mohabi's shop. Ah, ja. He will have you here. Red mit Mohabi. Okay, wir haben hier irgendwie ein Juwel. Ach nee, noch eine weiter hier. Ach, hier Shop Distrikt. I'll have to fight for Stormfall if I'm to stay within the city. Was gibt's hier? Zanar verstärkt, Juwelieren kann jeden Edelstein. Okay, es gibt auch Edelsteine. Habe ich mir schon fast gedacht, dass man mit Juwelen, mit Edelsteinen was machen kann. Hier gibt es Waffen. Und hier. Das ist Demetraslan, auch bekannt als Archivarin. Sie kann urzeitlich Affinitäten. Aha! Außerdem kann sie der Hyperwürfel gegen Gold verkaufen. Guck mal hier. Verzehrende Asche Level 2. Duplizieren. Fähigkeit aufleveln. Nicht genug urzeitliche Affinität. Aha! Hyperwürfelstiche des Krearion. Hyperwürfel. Okay, vielleicht lernen wir das alles noch. Ich würde einfach mal hier reden mit Mohabi, dem Händler.
Wer ist Mojave? Da. Questbelohnung. Wähle deine Belohnung. Langschwert, Novizienstab. Ja, Stab. Was für eine Frage. Ausrüstung. Die Frage ist... Der ist besser wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich ist besser. Kann ich hier auch verkaufen? Welcome to my humble stand. Muss mein Inventar wechseln. Aha. Don't forget about me, adventurer. Das habe ich hier nicht verkaufen können. Auswählen. Auswahlmodus. Aha. Auswählen. Verkaufen. Perfekt. Jetzt sehe ich aber nicht, was ich ausgerüstet habe. Ah, doch, sehe ich. Man sieht es halt oben, weil es leuchtet oben. Ah, nee. Das ist nicht. Wo weiß ich, ob es ausgerüstet ist oder nicht? Also, das ist auf jeden Fall nicht ausgerüstet. The quality on this one is unmatched. Kann ich. Wo sehe ich, ob ich das ausgerüstet habe? Inventar sortieren. Hallo. Hallo, Manni. Sehe ich nicht, ne? Oder bin ich blöd? You have a good eye. Und Witzenstab. Ich versuche mal, wenn ich jetzt verkaufe, ist ihm scheißegal, ob ich es ausgerüstet habe. Okay, ich muss also aufpassen, was ich ausgerüstet habe. Ich glaube, den behalte ich, den schmeiße ich weg. Your patronage is appreciated. Ach, die werden mir gar nicht an, oder? Die ich ausgerüstet habe, werden mir beim Verkaufen gar nicht angezeigt. Okay, gecheckt. Perfekt. Okay, dann kann ich alles verkaufen. Okay, das, was ich schon ausgerüstet habe, das wird mir gar nicht angezeigt hier. Sehr gut. Wie viel Gold habe ich jetzt? 63? Kann ich davon irgendwas kaufen? Ein Trank kostet 60 und ich habe 63. Ja, moin. Okay. Rede mit Demetra, der Archivarin. Du hast einen Hyperwürfel bekommen, welches ein uraltes... magisches Objekt ist. Nutze die Hyperwürfel in deinem Inventar, um eine neue Fähigkeit zu erlernen. Das Erhöhen des Levels einer Fähigkeit schaltet Modifikatoren für Fähigkeiten frei, die über das Menü Fähigkeiten und Modifikatoren aktiviert werden können. Das Level der Fähigkeiten kann im Kampf gesteigert werden. Cool. Okay, was nehme ich denn da? Flügel der Ishmir, winterliche Umklammerung, Umgehung, Fütterungsschwarm. Kacke. Art der Fähigkeit. Angriff, Krieger, Bewegung, Zauber, Zauberbeschwörung. Nur mit Stab oder Katalysator nutzbar. Beschwöre einen Nahkampf Seuchenbiest. Verwende die Fähigkeit, indem du einen Seuchenbiest beschworen hast, um einen teleportierten Angriff auf den Zielort zu initiieren. Wirke eine Nova, die einen Statuseffekt an den Gegner verursacht und Schaden austeilt. Ich nehme das. So, jetzt habe ich das hier. Man kann es nutzen. Okay, habe ich genutzt. Und jetzt habe ich das hier. Zuweisen. Auf. A. Okay. Betritt das Ackerland. Wo ist Ackerland? Hochland. Okay, muss ich hinlaufen wahrscheinlich, ne? Okay, ich komme rein. Wer ist er? You all alone? You are.
You could tag along with me if you want. I have to warn you, though, we'll be getting into some trouble. Well then, if you're sure, who am I to stop you? Let's get going, shall we? Das Geld wird gespendet an die gleiche Organisation, wo ich das damals hingespendet habe, an ein Hospiz. Das mit dem Spenden mache ich, sobald das Geld da ist. Du hast ja ein Haustier gefunden. Öffne dein Inventar und wähle dann das Tatzen-Symbol in der unteren linken Ecke. Es gibt Haustiere? Ein Haustier aus Gold? Das finde ich ja cool. Ich habe nicht richtig gelesen, wo das war. Scheiße. Mist, ich habe nicht richtig gelesen, wo das war. Ups. Wo kann ich den holen? Hat irgendjemand aufgepasst? Das ist das kosmetische Inventar. It's not possible. Ging doch gerade auch. LB plus RB. Nein! Ich tue mich gerade noch ein bisschen schwer mit was, wo ich wie was machen muss. Wie bin ich in das kosmetische Inventar gekommen? Da. Count. But we're not even trained. How are we supposed to kill them? You use the sharp edge. Civilians. Okay, ich kann mir vorstellen, was der ein oder andere machen wird. Machen wir aber nicht für die Folge. Farbton. Da ist Haustier. Muss ich nur drücken oder muss ich was machen? Bestätigen, ne? Habe ich den jetzt schon? Haustier bestätigen. Ich habe bestätigt. Aber der ist hier nicht. Oh Mann, ich bin so schlecht. Oh, das ist cool. Okay. Mit dem Haustier machen wir später, da komme ich jetzt nicht hin. You look different from the others. Nur Katze, keine Hunde. You're not wetting your pants. Oh, come. I've been on battlefields before. Doch, machen wir. A soldier, huh? My lucky day. I need someone for a mission. Mission? Da bin ich doch am Start. The Sphere have penetrated two of the three defenses we built to stop them. Our last working radiant turret on this side of Stormfall is in Sandor's barricade, north from here. Get to him and tell him that reinforcements will come. But his orders are to hold his ground at any cost. If his line breaks, the farmlands will be lost. The storm be with you. Don't look back. Stadtportal, ja, weiß ich ja. Okay, dann. Ich wurde überstimmt. Wie das mit dem Hund geht, ich habe jetzt drauf gedrückt, aber der kommt nicht. Da ist er! Hallöchen! Bundi! Hey Ben! Be vigilant! Hold position! These guys are as scared as we are! Komm mal, mein Hundi! Aber wieso bin ich eigentlich jetzt nicht hier nackt? Habe ich nicht bestätigt? Ah, da unten steht akzeptieren. So, Sebe wollte es, alles für Sebe. Oi, come back here. You're gonna get yourself killed. Fällt mir ein. Nee, okay. Ich bin gespannt, wie gleich die Sturmnova ist. Ah, that must be Sandor's barricade. Du hast einen Wegpunkt gefunden. Öffne die Barrikade und öffne den Wegpunkt, um dich auch zu teleportieren. Okay.
Please don't tell me you are the reinforcements. Maybe. I have a message for Sandor. He is inside, organizing the... Oh no. Greens! The Greens are coming! I'm going in. What? Wait! I didn't authorize! You wanted reinforcements? I'm all you're gonna get. Now let's go. Hallo, lass mich doch rein. Event starten. Ja, Abfahrt. Ich geh ab. Let's go. Come on, men! Let's earn our keep! Time to show those Greens the color of the storm! Warm her up! I want to hear her sing! Now! Squad 2, to the west! Squad 3, in position! Here they come! Knock! Draw! Loose! Alter, das Name. Unleash the storm now! Ach du Scheiße. Fire at will! Give them everything you've got! Stand as one for Stormfall! Gegen die soll ich alle kämpfen. Tunnelers! Wenn gestartet. Das letzte Gefecht. Ah, Nova. Ah, Nova geht einfach um mich rum. Und hab eine Abklingzeit, okay? Not possible. Impossible. Okay, Nova. Nova! Squad 1, take the south! Squad 2 to the west! Show them the might of the storm! Mein Hund hier ist auch am Start, ne? Voll cool. Nova! Nova! Muss ich an die Doppel suchen. Da die Gegner so ein auf ein... Oha, ich bin fast tot. Auf ein voll drauf gehen, wird es vielleicht doch Sinn machen, Nahkämpfer zu nehmen. Not possible. Not possible. Zumindest, wenn man, solange man die nicht one-hitten kann, ne? Bei Diablo ist das schon so, dass man auch die richtig krass one-hitten kann. Alles. Wie viel Leben verloren? Ich heil mich mal. Was ist das hier eigentlich? Ach, eine Bombe. Oha. Come on, you big fat green. So bockt der Oha. Der Ungezähmte. Alter, ach, ich, das Blaue ist ein Schild. Jetzt check ich das. Ausgewichen. Ausgewichen. Hehe. Hier, nimm mal eine Feuerwelle. Ausgewichen. Wieso bin ich so ein krasser Ausweicher? Zu viel... Oh, ausgewichen. Zu viel Elden Ring gespielt. Und für sie. Easy. Oha! Alles aussammeln. It's not possible. Ey, wie nicht not possible? Who the hell are you, soldier? Just a messenger. Some messenger you are. What's the message then? That the reinforcements are coming. Soon. Impeccable timing. Take their sweet time as we get hammered. We won't hold for much longer if they don't get here soon. Game macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich schon, das Ding auf dem Steam Deck zu zocken. Endlich mal wieder ein Game, weil ich abends auf der Couch einfach so ein bisschen zocken kann. My men's morale is hanging by a thread. Their friends are dead. They are famished, wounded. We have one cannon that barely works and little to no arrows left. What am I to do? Those buffoons are sentencing us to death for no reason. We won't withstand the next bloody assault. You won't have to. Oh yes, and why is that? I'm taking the fight to them. Don't be ridiculous. Watch me.
Watch me. Wieso ist da eigentlich die ganze Zeit so ein pulsierendes Dreieck? Und hier ist auch noch was. Habe ich hier... Welches Level bin ich? Ich bin Level 3, deswegen vielleicht. Habe ich jetzt hier mal was? Ich sehe hier noch keine Fähigkeitspunkte irgendwo. Ach, kann ich? Ah, genau, die kriege ich ja nur mit diesen Würfeln. Ich habe gerade ein paar Würfel eingesammelt, oder? Wer ist das hier? Gris, Katalysator. Wollte nicht. Was ist das hier? Angriff Krieger, Angriff Geschoss, nur mit Bogen, nur mit Nahkampfwaffen. Brauche ich dann nicht, ne? Brauche ich alles nicht. Aber hier habe ich wieder einen Punkt. Abklingzeitreduzierung, Weisheit, Kraftschild. 8%. Ich mache mal nochmal Zauberschaden. Jetzt ist ja immer noch dieses Dreieck da hinten. Ich weiß aber nicht, was es heißt. Okay, finde den Eingang zum Svea-Höhlen-Netzwerk. Come back here, you fool! They have a giant burning one leading them. It will fry you alive! I'm not letting your men die, Sandor. Okay. Ey, ich bin vergiftet. Oh. Ey, ich wollte das sammeln. Neuer Skin freigeschaltet, neuer Skin freigeschaltet. Okay. Ist so ein bisschen wie Hogwarts, ne? Alles, was man einsammelt, kann man sich da noch einen Skin auswählen. Finde ich ganz cool. Das war nämlich bei Diablo immer ein Problem. Das musste man dann umständlich bei so einer Frau ummodeln lassen. Das ist einfach doof. Hier. Schulterschutz. Schulterschutz kann ich doch actually einsetzen, oder? Ja. Ausrüsten links. Ausrüsten rechts. Ausrüsten links. Hab ich da alles noch nicht. Ach, das ist das. Gesundheit und Kraftschild. Ja, dann behalte ich die Handschuhe, ne? Was ist das hier? Reisen. Okay. Ah, okay, das ist jetzt so ein Gewölbe. Es sieht echt gut aus, könnt ihr nichts sagen. Vollkommen ausreichend. Also, für, was kostet das, 7 Euro oder so? Gibt 3 Klassen. Ich bin echt sehr, sehr zufrieden mit dem Game. Gefällt mir sehr gut. Oh, hier ist eine Kiste. Schild. Hyperwürfel. Einfach so gefunden. Nochmal alles schön auf, kann sich lohnen. Wir wollen das ganze Gold. Stiefel. Das ist ja echt viel zu sammeln, gefällt mir. Ich weiß immer noch nicht, wofür dieses Kreuz da links ist. Schreib's in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ah, der ist stuck. Loser. Ich glaube, ich bin gleich voll, ne? Guck mal, wie viel Zeug ich schon habe. Wenn ich mal dabei bin, kann ich den einsammeln, einsetzen? Nee, Bogen. Aber man sieht immer links, was ich ausgerüstet habe.
Und auf der anderen Seite dann das neue. Macht schon Sinn, das da einzusetzen. Bandana habe ich zum Beispiel gar nichts. Kann ich einsetzen. Oh, 19, das ist ja noch. Hose. Jo, nehmen wir. 19 Kraftschild oder 3 Gesamtwert aller Widerstände. Was war das? Ich hoffe, ich kann später richtig schnell angreifen. Großschwertstiefel. Boah, wir können gleich so krass verkaufen. Oh nein. Oh nein, schon wieder vergiftet. Was ist denn los hier? Eingefroren, das ist geil. Okay, das war's. Oh, was hier noch? Ach, reisen, zurückreisen, okay. Es ist echt, es ist wie Diablo, geil. Pistole! Ich kann nichts mehr aufsammeln. Den Helm hätte ich gern. Nein, jetzt bin ich zurück! Okay, ich gehe mir eben verkaufen. Ah, ich kann Stadtportal machen. Reisen. Kaufen. What are you looking for? In are you looking weapon, for? Perhaps? Da, so, hier. Alles weg. Kann man mehrere Sachen auf einmal? Nein. In die Dinger, was bringen die? Wert 1. Kannst nur über gegen urzeitliche Appetiten eintauschen. Okay, das machen wir gleich. Ich glaube, das lohnt sich. Your patronage is appreciated. Schwerter brauche ich halt gar nicht, Pistole brauche ich nicht. The Magic Man. Nee, Magic Frau. Die Tränke, keine Ahnung, behalte ich mal, ne? Okay, und jetzt Affinitätsdingsbums kann ich hier machen, ne? Well, there goes my concentration. How can I help you? Fähigkeit aufleveln. Nicht genug Zeit. So. So. Auswählen. Verkaufen. Nee. Hm. 2000. Wo kann ich denn... Wie kann ich denn eintauschen, mein Dude? Duplizieren, Fähigkeit auf. Wie kann ich die Dinger denn verkaufen? Warum soll ich die Scheiße einfach lernen? Ich meine, ich brauch's nicht. Aha! Da sehe ich doch gerade was. Ich kann hier Attribute hier noch leveln. Wildheit, Beweglichkeit, Weisheit, Zähigkeit. Alles in Weisheit, Abfahrt. Zack. Na gut. Bestätigen. Das sind keine Punkte am Charakterblatt ausgegeben. Was? Doch, hier Abfahrt. Und man kann Attribute auch zurücksetzen. Cool. Ah, okay. 27 Weisheit. Chillig. Fähigkeiten. Fähigkeiten, genau. Abwehr, nützliche Statuseffekte. Okay, okay. Attribute zurücksetzen kostet nur 500. Sogar günstig. Aber wie das mit diesen Würfeln funktioniert, habe ich jetzt noch nicht so ganz begriffen. Das ist doch hier. Verkaufen.
Du kannst nur Hyperwürfel gegen urzeitliche Affinität eintauschen. See you next time. Urzeitliche Affinität. Wo gibt's denn urzeitliche Affinität? Hier? Gems are addictive. Gibt's hier eine Truhe? Ja. Ich pack die einfach in die Truhe. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich... No. Ja, ich würde das gerne kaufen, ja. Ich will's, wie kann ich es kaufen? Also mit der Maus könnte ich jetzt einfach... Komm, wir machen das ganz kurz mit der Maus. Scheiße. Ich hatte gerade keine Ahnung, wie ich da kaufen drücken kann. Okay, Abfahrt. Jetzt geht's weiter. Wie Ratten. Boah, Riesenkarte. Lohnt es sich alles? Ups. Lohnt es sich alles zu erkunden? I must find it and stop it. Level up! Hab's gesehen. Und Dragoni, vielen Dank für den Follow. Schwerer Helm. Den ich eben aus Versehen nicht eingesammelt habe. Playstep besser. Alle Widerstände. Nee, ich bleib mit der noch. Aber ich bin Level up. Wie viel gibt's für ein Level? 10 Attributpunkte. Gesundheit, Kraftschild, Bonusschaden durch Zähigkeit, Angriffsgeschwindigkeit, Zaubergeschwindigkeit. Ich mache auch Zaubergeschwindigkeit, wichtig. Ich will schneller angreifen. Alter, das macht gut Schaden. Ich glaube, erkunden macht echt Sinn. Hyperwürfelvernichtung. Da, also wenn das nicht geil krass aussieht, dann Zauberabfahrt nutzen. Direkt lernen. Kanalisiert einen Strahl, der Schaden verursacht. Die Drehgeschwindigkeit wird proportional zur Zaubergeschwindigkeit erhöht. Auf B. Den probiere ich aber sofort aus. Alter, lila. Da sehe ich mich. Gefällt mir. Let's go. Scheiß auf das Feuerding. Hallo? Hallo, wieso geht das nicht? Ah, von hier aus. Kein Problem für mich. Okay, ich bin hooked. Ich bin sowas von hooked. Wie geil ist das denn? Einfach, also ich hoffe, dass, also wenn das ein Random Drop war, crazy. Was mache ich hier? Zack, wegstrahlen. Wegstrahlen. Alles wegstrahlen. Zack, zack. Ah, Drehgeschwindigkeit. Jetzt weiß ich auch, was er mit Drehgeschwindigkeit meinte. Ja, geil. Gefällt mir. Ey, es gibt ja echt viel Zeug so. Gefällt mir. Neuer Skin freigeschaltet. Hier gehe ich rein. Ey, rein hier. Okay, töte Gegner in diesem Bereich. Das mache ich. Ich habe den richtigen Bereich gefunden. Brustschutz. Oh, vielleicht ist er besser als meiner. Gesundheit, Widerstand und Beweglichkeit nehme ich. Oh, wie ich die alle wegmache. Geil.
Not right now. Oops. Schöne Kiste. Oh, Fütterungsschwange hätte ich eben auch kaufen. Und den hatte ich eben schon, ne? Aber konnte ich den kaufen? Ich weiß auch nicht mehr so genau. Fütterungsschwarm kommt mir bekannt vor. Oh, dieser Strahl macht mir so viel Spaß. Zack, weg. Einfach weggestrahlt. Oh, guck mal hier. Kapuze. Bandana. Das habe ich ja schon. Aber es gibt noch mal mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Ich nehme das Bandana. Direkt einsetzen. Hier. Kann ich sogar. Aua, kann ich sogar nutzen. Mach ich mal. A new toy to play with. Nice. Was, was? Was? Das macht der automatisch, das ist passive? Nochmal Fütterungsschwarm. Was, wenn ich den nochmal benutze? Urzeitliche Affinität. Aha! Man muss die ganze Scheiße einfach lernen und levelt man, oder wie? Aber die machen nichts, wenn ich den nicht irgendwo hinschicke, oder wie? Großschwert. Finde den Eingang zum Sphere-Höhlen-Netzwerk. Mann, das war jetzt nervig. Nö, die greifen an. Ja, greift sie an. Ey, wie cool! Ja, das ist geil. Ich habe gerade übel Spaß. Stiefel. Oh, die sind bestimmt besser als auch das ich habe. Ja. Was ist das? Ein Spukstein. Weg mit dem Spukstein, wird nicht gespukt. Da sind übel Gegner, kann ich von hier oben angreifen? Das wäre cool. Kann ich. Okay, ja. Winterliche Umklammerung erreicht. Ah, stimmt, ich kann die Dinger ja auch noch leveln, das habe ich ganz vergessen. Wenn ich die Sachen einsetze, dann level ich auch noch die Dinger. Ich weiß, was demnächst auf jeden Fall sofort Max-Level ist. Hier diese B-Attacke. Dieser Strahl. Der Strahl ist aber sofort Level 100. Oh. Und tot. Ich glaube, ich gehe mal hier rein. Was ist das hier? Da steht nie, was das ist. Töte Gegner in diesem Bereich, mache ich. Ups. Oh, Spinn. Kriegshammer. Kann man alles schön verkaufen. Und vielleicht finde ich ja nochmal... Boah, wenn ich nochmal diesen Strahl finden würde, das wäre mega. Direkt ein Level up. Stark dieser Strahl auch ist. Kein Platz mehr im Inventar. Kann ich aussortieren? Kann ich von... Ey, was cool wäre, kann ich... Nebenhand ausrüsten. Geht das? Ey, das, was ich mir eben ausgesucht habe, habe ich schon.
Warte mal, kann ich nicht noch eine Schulter? Doch, hier noch eine Schulter frei. Und Hände sind beide scheiße. Habe ich was Besseres? Nee. Habe ich einen Ring? Nee. Das? Nee. Okay, scheiße. Was mache ich? Ich muss am besten was wegschmeißen, ne? Was Billiges, was wahrscheinlich nicht viel Geld gibt. I need more power. Nö, alles scheiße. Ich sammle nur noch blaue Sachen ein, glaube ich. Level 5, let's go. Okay, dann kann man hier sich direkt was. Ach, Quest abgeschlossen, okay. Kraftschild. Der ist gut. Ich sammle noch blaues Zeug ein. Oh, hier ist noch was. Schade. Und Abfahrt. Ich kann noch Level Up, ne? Level Up. Hä, ich will darüber. Wie komme ich nochmal darüber? Ah, da. Ich mach nochmal Beweglichkeit. Und dann hier. Was ist das? Zermürbende Stratege. Okay. Zaubergeschwindigkeit, das will ich. Ich habe noch einen. Komme ich dahin? Von hier, ne? Nächstes Level mache ich das. Ich merke schon, dass ich ein bisschen schneller angreife. Oder ich bilde es mir ein. Boah, wie die einfach weggefetzt werden. Geil. Oh, stimmt, ich muss auch einmal zurückverkaufen. Das mache ich jetzt als erstes direkt mal. Errungenschaft freigeschaltet, aufwärmen. Ich gehe mal kurz zurück in die Stadt und verkaufe mal. Don't be shy. Mojave has everything a soldier needs. You have a good eye. Ich kann nicht mehr Sachen auf einmal irgendwie, ne? You have a good eye. Also der ist ja wohl mal viel besser, den setze ich aber mal ein.
It's not possible. Das ist doof. Hallo, ich will den mit dem. Ich will mit dem verkaufen. Danke. You know, Mojave is always the best value. Boah, es gibt ja gar kein Geld da. Abfahrt. Nee, wo ist mein Portal? Ist ja nicht mein Portal. Ey, wo ist mein Portal? Bin ich nicht... Hä? Ah, da war das Portal. Oh, blaue Gegner. Nichts gegeben. So viele Gegner, das ist geil. Ich sammle nur blaue Sachen ein. Ich denke, graue Sachen kann ich mir jetzt schenken. I can't do that right now. Ich frage mich, ob es hier auch so also richtig seltene Sachen gibt. Später mal. So auch mit Z-Boni und sowas. Oha, die haben übel Schaden gemacht. Oha! Stark. Der war stark. Hier ist Dead End. Kam ja, genau. Ah, guck mal, hier kann man auch die Karte so richtig einblenden. Richtig cool. Mit L3. Ey, dieser Strahl, den gab es auch bei Diablo. Ich habe ihn geliebt. Alles für den Strahl. Voll gut, dass ich jetzt auch diese Viecher habe, die für mich angreifen. Das ist so ein bisschen wie Totenbeschwörer und Magier in einem. Oh, was ist das? Winterliche Umklammerung, neues Fähigkeitenlevel. Wieso? Ich setze das doch gar nicht ein, trotzdem gelevelt. It's not possible. Not possible. Oh, da, Hyperbügel, Phantomkling. Ah, Angriffsschurke. Ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, die Sachen einzusetzen. Oh, ups. Drachenritter Illtain. Hallo. Keine plötzlichen Bewegungen. Kann ich auf den reiten? Who are you exactly? Name's Illfane. I'm out here hunting a spree. Scorched a gang of slavers to a crisp near Archeon. Been sent to kill it. Archeon? The flying city? You're a long way from home. The nearest anchor isn't exactly close. Believe me, I didn't want to make the trip. I'm glad the bastard slavers died. Order knows it as well. Sending me out here is a funny joke they're telling each other. You're a part of this order, I assume? That's right. The Order of Ashara. We ride drakes and chase Vareer, apparently. Speaking of which, need to get back after the beast. Want to tag along? Aeldor is spooked. Not sure what's got him like this. Anyway, yeah. I wouldn't say no to another pair of fighting hands. It's why I'm here. It's been slaughtering Stormfall's citizens, so there's no shortage of people that need the beast dead. Guess that's settled then. I think I saw the beast heading toward a cave system up ahead. Should get on its trail. Agreed. Let's move. Yeah, let's go. Ja, nimm mich mit! Nimm mich mit! Willkommen zur Jagd! Willkommen zu deiner ersten Jagd! Jede Jagd endet in einem Kampf mit deiner Beute, sekundärer Boss. Du wirst eine Belohnung erhalten, falls du deine Beute aufspüren und besiegen kannst. Geil! Ja, will ich. Abfahrt. Sofort dahin. Mein Kamehameha ist bereit. Not again. It's getting closer to the city. What the hell is going on? I've got more than Severe to worry about.
been what Eldor was so spooked about. Not much scares him either. Vernichtung. Neues Level erreicht, Vernichtung. Ey, kann ich... Vernichtung ist doch mein Strahl, oder? Kann ich da jetzt irgendwie was machen? Ich muss mir das mal angucken. Das habe ich noch nicht so ganz geblickt, muss ich ehrlich zugeben. Hier, Vernichtung. Auswählen. Vom Nichts verzehrt. Ah, guck, wenn der levelt, dann kann ich dem noch Sachen dazugeben. Gecheckt. Fähigkeit Waffenschaden, Willenskraft. Kosten, minus 28, das machen wir. So, jetzt hat der das noch oben drauf bekommen. Und da steht auch mein Level. Vernichtung ist Level 5. Alle 5 Level kriegt man wahrscheinlich so ein Ding hier, oder wie? Das heißt, das gleiche kann ich auch hier jetzt machen. Der ist auch Level 5. Eispfand. Abklingzeit, minus 2 Sekunden, das machen wir. Und bei Feuer wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ist mir egal, werde ich sowieso nicht benutzen. Ich werde nur den Strahl benutzen. Der Strahl ist das Geilste. Und was ist das? Da habe ich noch kein Level. Das heißt, alle 5 Level gibt es einen von diesen Dingern. Okay, gecheckt. Gecheckt, gecheckt, gecheckt. Geil. Ey, es macht übel Bock. Geiles Game. Wolzen. Shoutout am Wolzen. Zaubererhelm. Wie ich die hier wegmache, der Strahl, Alter. Der Helm ist doch bestimmt gut, oder? Kraftschild. Der ist gut, den muss ich nehmen. Und hier unten ist irgendwie ein Gegner, ne? Mein Sekundärziel-Ding. Was ist das? Interagiere mit Spur, um deine Beute zu verfolgen. The entrance to their network. Sneaky bastard. Ich mach wieder Feuer. Nee. Also der Strahl ist ja viel besser. Level up. Der Strahl ist ja viel besser. Krass, wie viel besser der Strahl ist. Möge die Jagd beginnen. Dein Haustier wird bei der Spur helfen, soll du die nächste Spur, welche von der Beute zurückgelassen wurde, findest. Okay. Aber ich bin Level up. Bonusschaden. Zauber. Ich will. Kritische Angriffe. Okay. Und jetzt habe ich hier doch nochmal einen Fähigkeiten-Slot. Ne, jetzt mache ich das hier. Was kann das überhaupt? Plus 30% auf den Gesamtwert der Statuseffekt-Chance. Okay, gut. Was gibt's hier? Kraftschild-Erneuerung. Kraftschild. Okay. Boah, wie weit das rausgeht. Hilfe. Eisen. Folge der Spur. Kann ich meinen Standardangriff auch stärken? Das wäre auch mal eine Frage, die ich hätte. Was ist das? Ach, er ist mein Kollege, Iltain. So many eggs. These are not random raids. They're here to colonize. Let's get to work then. More life at stake than I thought. You mentioned the Order of Ashara earlier. I've never heard of them. I'm not surprised. The Order tends to keep to themselves. Wouldn't want me educating you either. They have their reasons. Not good ones, though. So what can you tell me? Well, that Ashara is a dragon. Ich behalte meine Magie mal ein bisschen, falls gleich ein Kurs kommt oder so. We're her protectors in return for her guidance. Ach komm, hier geht's noch mal eine Stufe runter gleich. But we don't let that hold us back. Oh no. We've got a much broader range of activities we like to partake in. Let's see. We've got resolving petty disputes, pushing for certain policy decisions. Der hat einen ganz komischen Akzent. Das ist Brite, ne? Oh,
Oh, I'm sensing a little bitterness here. At least a little, but whatever, I've said enough. Let's remember why we're here. Da ging's noch runter, aber ich glaube, ich soll hier weiter, weil die Spur hier lang geht. Alter, geht übel ab, gefällt mir. Also, mir gefällt das Game so gut, ne? Freue ich mich schon richtig auf Diablo 4, wenn ich das zock hier. Eiswurfer. That's not happening. Okay, da oben geht's wieder ab. Seht ihr die Totenköpfe immer auf der Karte, ne? Schön von hinten angreifen. Das ist genau mein Playstyle. This is not how I'm going down. Oha! Oha, fast gestorben. Gar nicht aufgepasst. Das ist ein goldenes Schwert. Gladius und Hyperwürfel. Gib mir den. Gehen wir mal kurz rein. Krieger. Was haben wir denn hier? Oha! Greift er mich einfach an, während ich hier im Inventar bin? Das gibt's ja wohl nicht. Gesundheit. Wer greift denn da an? Kriegt das hin, oder? Frech. Bin mal hier am Gucken. Okay. Ist der besser? Schädelkappe. Gesundheit, alle Widerstände plus Weisheit. Ich glaube, macht nicht so einen großen Unterschied. Einfach ein Gladius gefunden. Cool. Okay, weiter geht's. Ich wäre gerade fast gestorben. Nicht aufgepasst. Oha, einfach in mir die Gegner. Ich bin gespannt, ob auch wie bei Diablo Gürtel. Habe ich schon Gürtel? Nein. Geil, mein erster Gürtel. Wie bei Diablo diese verschieden hohen Schwierigkeitsgrade gehabt. Da gab es ja Hölle 1 bis 25 oder so. Ob es das hier auch gibt. Aha, da ist es. Einfach rein mit dem Strahl. Einfach reinstrahlen. Und da oben ist auch der Gegner. Alter, wie ich die wegstrahle. Die Musik ist auch cool. Gibt wenig zu meckern. Ich warte mit dem Strahl, bis der Boss kommt. Oder von hinten Gegner kommen, die Säcke. Einfach von hinten, wie gemein. Was ist das? Oh.
Okay, sobald du eine Spur gefunden hast, wirst du Auswahlmöglichkeiten erhalten, die die Art der Jagd verändern. Diese Auswahlmöglichkeiten können Events, Boss-Modifikationen oder Gebietsmodifikationen sein, die zu deiner Beute hinzugefügt werden. Die Schwierigkeitsstufe des... Da fehlt noch was. Ich mache mir mal ein bisschen Leben hier. So, wo gehe ich denn jetzt hin? Na, zu dem oder zu dem? Wille der Gereinigten. Volles wird dein erlittener Schaden reduziert. Das ist gut eigentlich. Abklingzeit. Maximale Willenskraft und Wut. Ja, das nehme ich. Okay. Beute plus 10% Schaden. Du hast 15 Magie von Bonus von deiner Beute. Plus 20% maximale Gesundheit. Du hast 15% Magie von Bonus von deiner Beute. Auf deiner Beute. Ja, machen wir das. Finde den Eingang zur zweiten Ebene. Okay, ich glaube, hier ist jetzt der Boss. Würde ich sagen. Oder? Zierhöhlennetzwerk 2. Ja, keine. Oha. Finde die nächste Spur. Okay. Müll. Richtig reinstrahlen. Schurken Schulterschutz. Ah, ich habe die Spur gefunden. Nothing random about this. Its frequency is accelerating. Sorry, looks like you've got greater problems than the Sabria. Hyperwürfel, Griff des Häschers. Angriff, Mann, ich will Zauberersachen. Am liebsten noch mal den Strahl. Vernichtung. Richtig wegvernichtet. Oh, Räuberhelm. Zaubererstiefel. Komm, ich will jetzt mal endlich den Gegner, den Boss haben. Oder Schutz noch nicht mit. Alter, eine Schlange. Oha, was ist hier?
Boss! Du Scheiße, ach du Scheiße. Ich mach erstmal den kleinen Scheiß weg. Oha, die haben den schon gekillt. Alles einsammeln. Ring gab's auch. Aber das war nicht der Boss, ne? Das war einfach so irgendwas. Ring. Ein gelber auch noch. Ah, ausrüsten. Ausrüsten. Alter, der Gegner war nice. Ich hab noch fast Level up. Starke Gegner. Starke Gegner werden immer angezeigt, glaube ich, auch im Ding. Ah, Level up. Perfekt, Level up. Scheiße. Das ist immer gut, wenn die Gegner um mich rum sind, dann die Supernova da. Aber man kriegt jedes Level auch so einfach. Was? Reichweite. Ja, mach mal. Nee, das ist eigentlich scheiße. Zauberschaden, Weisheit. Was war das? Zurück. I need a breather. Ich glaube, da ist der Boss. Ich glaube, da ist der Boss. Seht das auf der Karte? Komm, das muss ja jetzt mal langsam der Boss sein. Ich will nicht mehr. Da muss doch irgendwann mal der Boss sein. Jagdauswahl. Achso. Beute plus 5 Minus. Blablabla. Plus 5 von Bonus. Ja, ich will. Ich mache erstmal easy, oder? Finde den Bau. Oh, come on. Wehe, das lohnt sich nicht. Okay. Reisen. Jetzt aber, das muss doch jetzt der Boss sein. Ja. So that's where the giant was hiding. His challengers got fried alive. Mann! Event starten, abwarten. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Oha! I've been waiting for this. Wie witzig ich aussehe mit der Kapuze und so. Ah, ich mach übel Schaden. Guckt euch den Schaden an. Ja, ich liebe es. Der Strahl ist geil. Ausgewichen.
Keine Chance hat er. Gar keine Chance. What? What? Ich war fast tot. Das scheiß Gift macht übel viel Schaden. Ist mir eben auch schon aufgefallen. So, der ist aber jetzt tot. Ja, tot. Boss besiegt 10.000 Erfahrung. Schwert, komm, jetzt gib mir aber auch. Verblasstes Hellblau. Ich muss Sachen ablehnen. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Ring nochmal. Nimm das doch. Alles, ne? Alter. Hose. Kann ich direkt ein. Kann ich direkt nehmen. Ring. Rechts. Mann, ich habe leider keinen Zauberstab bekommen. Zauberstab wäre geil gewesen. Was ist das hier? Verblasstes Hellblau. Nach dem Stören kannst du deine Ausrüstung, Kosmetik und diese Farbe verändern. Färben. Geil. Ey, ich würde sagen, das ist Wolzen, Leute. Kauft euch Wolzen. Mega geiles Game. Vielleicht bringe ich nochmal hier oder da nochmal eine Folge. Lasst mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet. Gerne ein Like auf dem Video lassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.